Also, liebe Zuschauer von Venture TV, lieber Herr Werner, ich freue mich heute ganz besonders zu sein, weil wir haben uns, glaube ich, schon zweimal getroffen im Rahmen von Venture TV und heute haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen, hier mal Ihre Filiale zu besuchen, Ihre Zentrale zu besuchen und möchte heute vor allem über Ihre Gründergeschichte sprechen. Also, weil wir natürlich Zuschauer haben, die selbst gerade ein Unternehmen gründen, die von Visionen getragen sind, die Menschen begeistern möchten und insofern nochmal vielen, vielen Dank, dass wir diese Gelegenheit hier haben. Herr Werner, das war 1973, Sie haben Ihren ersten DM-Markt eröffnet. Ich glaube, Sie haben mir damals gesagt, Sie waren 28 oder 29 Jahre. Heute blicken Sie natürlich auf eine Riesengeschichte zurück. Wie würden Sie das mal einfach so ganz kurz zusammenfassen? Was macht man dadurch? Wie erlebt man das? Mit wie viel Stolz blickt man da heute drauf zurück? Ja, wie jede Lebensbiografie ist ein Venture, ne? Und es ist ein Abenteuer und man handelt sozusagen in die Zukunft und versteht dann aus der Vergangenheit. Ich glaube, ja. Und da habe ich viel, viel gelernt in der Zeit und kann eigentlich froh sein, dass es so gut gegangen ist. Mir ist es ja auch schon mal aufgefallen, wir waren vor ein paar Monaten schon mal hier in Ihrer Zentrale, mit wie viel Begeisterung diese Leute hier die Marke DM tragen und leben und hier mit für arbeiten. Was mich einfach mal so ein bisschen interessieren würde, wir haben viel mit Gründern zu tun, die gerade dabei sind, ihr Unternehmen zu gründen. Das besteht vielleicht erst so seit ein paar Monaten am Markt. Und wenn man die dann so fragt, hey, was habt ihr vor, dann erzählen die mit sehr, sehr viel Begeisterung von ihrer Vision, ja, wo sie mal hinwollen, wie sie die Marke aufbauen wollen. Ihnen ist das natürlich wahnsinnig gut gelungen, die Marke DM zu tragen. Interessiert mich jetzt einfach mal, wie schafft man das? Wie schafft man das, aus einem ersten Experiment, aus dem ersten Versuch, einer ersten Filiale, so eine Marke groß aufzubauen? Naja, wenn man dann mit 29 Jahren das Glück hat, dass man in die richtige Richtung sich orientiert. Und die richtige Richtung für einen Gründer ist, dass man sich am Kunden orientiert. Der Fehler wird oft gemacht, dass Gründer sich an ihren eigenen Ideen orientieren und nicht an dem, was Kunden für Bedürfnisse haben. Das ist das Wichtigste, ne? Alles, was wir tun, alles, was wir leisten können, ist ja immer für Kunden da. Und nur wenn es genügend Kunden gibt, die sozusagen unsere Leistung applaudieren, dann hat das Unternehmen Bestand. Und darauf kommt es an. Und wir hatten damals genügend Kundenapplaus. Und deswegen konnte das Unternehmen wachsen und gedeihen. Ich glaube, Sie haben das nochmal ganz schön zusammengefasst. Sinn und Zweck eines Unternehmens ist es, für die Menschen da zu sein. Genau. Okay. Wagen wir mal so ein bisschen den Blick jetzt in die heutige Zeit. Viele Unternehmen, gerade aus dem klassischen Einzelhandel, aus dem Offline-Handel, kommen mehr und mehr auch auf die jungen Startup-Unternehmen zu und sagen, hey, wie schaffen wir den Wandel von der Offline-Welt Richtung Online-Welt? Das ist DM sehr, sehr gut gelungen mit tollem Online-Marketing, mit tollen Produkten, beispielsweise auch hier die DM-Box, die immer regelmäßig rauskommt. Welche Tipps würden Sie Ihren Kollegen aus Ihrer Branche geben, zu sagen, okay, mal abgesehen von der Kundenorientierung, wie schafft man diesen Medienwandel heute deutlich besser, ohne den Zahn der Zeit zu verlieren? Ja, es ändert nichts an dem, woraus ankommt. Man muss die Kunden sorgfältig beobachten. Und man muss sie nicht nur sorgfältig beobachten, sondern muss auch fragen, was ist in den Kunden latent vorhanden. Also dass man auch die Dinge beobachtet, die noch gar nicht sichtbar sind. Das ist eigentlich die Kunst. Die Kunst des Marketings ist, latent vorhandene Bedürfnisse zu realisieren und da dann ein entsprechendes Angebot zu platzieren, wo dann der Kunde sagt, Herr Donnerwetter, genau darauf habe ich gewartet, war mir noch gar nicht klar. Aber es ist einfach sehr, sehr stark zu beobachten. Wir haben natürlich so einen Wandel und wir müssen ja jetzt gar keine Namen zitieren, aber es gibt natürlich Vertreter aus der erfolgreichen Online-Welt, die sagen, na gut, Geschäfte, das ist etwa ist ein Konzept von gestern, die Leute wollen heute nur noch online einkaufen. Beim DM fällt allerdings sehr stark auf, dass die Leute dort einfach gerne hingehen wollen. Ne? Also sie könnten die Produkte anderswo einkaufen, aber sie wollen da trotzdem noch bestehen und trotzdem haben wir einen sehr gelungenen Online-Auftritt. Also insofern schon mal Daumen hoch, das ist bei uns auch absolut super angekommen. Eine nächste Frage, die mich interessieren würde, jeder junge Unternehmer braucht natürlich gerade in der ersten wichtigsten Phase große Talente, die mit ihm die Firma aufbauen. So, jetzt hat man aber in der Regel kaum Geld, um die zu bezahlen. Ja, gängiger Weg ist, dass man die teilweise mit Unternehmensbeteiligung belohnt. Wie ist es Ihnen damals gelungen, Leute zu begeistern und zu sagen, okay, wir verfügen jetzt noch nicht über ein Riesenbudget, haben aber trotzdem von Anfang an eigentlich schon irgendwie die richtigen Leute gefunden. Was haben Sie so an Rekrutierungstipps für junge Unternehmen von heute? Ja, das ist auch gewissermaßen ist das eine Schicksalsfrage, ne? Was sozusagen kommt und sagt, ja, hier steige ich ein. Ne? Das ist ja, das kann man nicht so genau sagen. Ne? Man muss schon
eine Anziehungskraft entwickeln, aber die Anziehungskraft entwickelt man dadurch, dass man sich für jemand anders interessiert. Wenn die Menschen erleben, halt, da ist jemand, der will uns nicht sozusagen nur als Arbeitskraft oder als Talentbringer, sondern der interessiert sich an uns als Menschen, dann kommt es dazu, dass andere Menschen sich mit einem verbinden wollen. Darum geht es ja. Ne? Das Problem ist, dass viele Menschen meinen, sie müssten andere Menschen binden. Aber das funktioniert auf Dauer nicht, sondern Verhältnisse schaffen, dass andere sich verbinden können. Ne? Okay, das ist ein interessanter Ansatz. Weil das ist ja im Grunde ein bisschen so der Vorteil eines jungen Unternehmens von heute, dass sie gerade durch die Möglichkeiten des Internets, der anderen Medienmöglichkeiten, trotzdem schon sofort auf sich aufmerksam machen können. Sie müssen jetzt gar keine große Marke sein, sondern können zum Beispiel schon mit sehr, sehr witzigen Image-Videos auf sich aufmerksam machen. Ja, genau. Originelle Ideen. Immer auf der Grundlage, in dem Rahmen, wie es die Zeit erlaubt. Und wie es, sondern wie der Zeitgeist gelagert ist. Ne? Und das war dann vor 40 Jahren anders. Wie heute. Was ich immer sehr spannend finde, also das betrifft mich ja selbst ein bisschen ein Stück weit auch, wenn man anfängt, jetzt ein Unternehmen aufzubauen, dann merkt man auf einmal, wie das Denken oder auch so ein bisschen die Reife sich entwickelt. Ja, man wird ja natürlich vor Situationen gestellt, an die hat man vielleicht teilweise gar nicht gedacht. Insofern würde mich mal interessieren, absolut natürlich das Ethische, das Moralische oder das Menschliche muss absolut Fokus Nummer eins sein. Wie würden Sie sagen, geht man mit als Unternehmer zwischendurch auch mal mit den Zweifeln um? Ja? Es gibt durchaus Tage, wo das Team mehr an die eigene Idee glaubt, als man selber, der die Idee irgendwann mal hatte. Ja, diese Zweifel sind wichtig auch. Die Zweifel sind deswegen wichtig, weil man nie glauben darf, man wäre ganz sicher, man hätte alles erreicht. Also man muss sich Sorgen machen. Ne? Und ich sage immer, wer sich keine Sorgen macht, der hat bald Sorgen. Okay, das versuche ich mir mal gleich mit selber reinzunehmen. Okay. Haben Sie an der Stelle vielleicht sogar zwei, drei Buchtipps? Also ich habe immer mal mir damals von einem Unternehmer sagen lassen, okay, die Bücher musst du als Unternehmer gelesen haben, die sind ein guter Ratgeber für den Weg in die Zukunft. Also da gibt es ganze Bibliotheken davon, weil niemand schreibt ja so viel dummes Zeug, dass nicht irgendwas dabei ist, was man dann doch brauchen kann und was neu ist. Aber was wirklich ein wichtiger Buchtipp ist, und das ist eine Sache, die ich leider nicht früh genug hätte ich noch viel früher entdecken können, das ist Viktor Frankl, ne? Die Suche nach dem Sinn. Ne? Weil alle Menschen sind ja Sinnsucher. Und was wir befriedigen müssen, ist, dass Menschen ihren Lebenssinn finden. Also das ist, wenn wir Sinn vermitteln können, dann finden wir Kunden, dann finden wir Mitarbeiter, dann finden wir Lieferanten. Wir müssen immer Sinn vermitteln. Ne? Die Suche nach dem Sinn, das ist das Nadelöhr, wo wir durch müssen in unserer heutigen Zeit. Das ist die Frage, ob ich die Macht habe oder, also der Viktor Frankl war ja der Begründer der dritten Wiener Schule, ne? Und davor war es ja, die zweite Wiener Schule war der Adler, der hat auf die Macht gesetzt, ne? Und die erste Wiener Schule der Freude hat aufs Libido gesetzt, alles kalter Kaffee, entscheidend ist, ob ich Sinn vermittle. Ja, stimmt, das trifft ja eigentlich in zweierlei Hinsicht drauf zu, also natürlich die Kunden, also den Bedarf der Kunden entdecken, den befriedigen, sich um einen Kunden orientieren. Ist auch ganz interessant, da gibt es nämlich ein Buch von einem Amerikaner, das ist das sogenannte Lean Startup Buch, wo sich genau damit beschäftigt wird, gar nicht so groß und überdimensional zu denken, sondern zu sagen, okay, das ganze Tagesgeschäft entsteht beim Kunden, ja, den müssen wir verstehen und der gibt uns auch die Antwort, was wir morgen brauchen, welche Produkte wir morgen auf den Markt werfen sollen. Innovationen kommen durch die Beobachtung des Kunden. Und auch der Karl Benz, der das Auto erfunden hat, dem seine Idee war, nicht das Auto zu erfinden. Das war das, was er dann getan hat. Aber seine Idee war, die individuelle Fortbewegungsmöglichkeit zu ermöglichen. Eigentlich ein schöner Satz. Ich würde da nämlich gerne gerade zum nächsten Thema übergeben. Jetzt gab es ja vor kurzem wieder die Auszeichnung zum Unternehmerpreis. Da war ja auch jemand dabei mit dem Sonderpreis. Das ist der Gründer von ResearchGate gewesen aus Berlin. Wir haben dennoch in Deutschland, das kommt jedes Jahr immer wieder auf, das Thema Scheitern. Ja, das wird in der deutschen Kultur zumindest mal anders behandelt als zum Beispiel in der US-amerikanischen Kultur. Also wir kriegen jetzt mit, dass Startups in den USA
daran bewertet werden, sind sie denn schon mal gescheitert, erst dann sind sie überhaupt interessant, um mit denen zusammenzuarbeiten. In Deutschland ist es leider auch so, dass es Unternehmer gibt oder Gründer gibt, die nach dem ersten Versuch sich so ein bisschen im stillen Kämmerlein zurückziehen. Und wir kriegen das natürlich mit, dass eine Kultur des Scheiterns hier leider Gottes noch nicht so ganz modern geworden ist, wie es eigentlich sollte. Was sind da so Ihre Statements, Ihre Mutmacher für junge Unternehmer, die vielleicht gerade mal so ein bisschen durchs Jammertal schreiten? Ja, aber ich meine, man lernt ja an allem was, ne? Auch an einem Konkurs kann man sehr viel lernen, ne? Unsere gesellschaftliche Situation ist so, wie sie ist, aber das bessert sich, ne? Steckt schon, dass das inzwischen auch durch eine andere Stigmatisierung von Menschen, die gescheitert sind, nicht mehr so schlimm ist wie früher, ne? Dann würde ich eigentlich schon fast zum Ende unseres Interviews kommen. Mir ging es ja heute vor allem darum, was haben Sie an Tipps für junge Gründer, was können Sie denen mit auf den Weg geben? Wenn wir uns jetzt vorstellen, Sie sind heute wieder 29, wir haben die heutige moderne Zeit und Sie hätten alle Möglichkeiten, die es sich gibt, angefangen natürlich von der Gründung seiner Filiale, es kann aber auch irgendein Modell aus dem Internet sein. Was würde Sie heute besonders neugierig machen? Was interessiert Sie so? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist rein theoretisch. Man schaut mit 70 anders in die Welt als mit 29. Ne? Und es sind einem andere Dinge wichtig wie mit 29. Und das, was ich mit 29 gemacht habe, würde ich heute nie mehr machen. Ne? Und deswegen, das ist reine Spekulation. Okay. Dann würde ich mich jetzt noch mal ganz kurz interessieren. Ich glaube, in einem Ihrer Image-Videos haben Sie mal, ich glaube 2008 oder 2010, sind Sie dann aktiv aus dem Tagesgeschäft, glaube ich, zurückgetreten. Was macht Ihnen heute besonders Spaß? Was macht Sie heute happy? Was sind so Ihre Hobbys, Freizeitbeschäftigung, wo Sie besonders drin aufgehen? Naja, man lebt natürlich in dem Alter jetzt mehr im Rückblick. Und man freut sich, wenn man sieht, aha, da ist was gelungen. Ne? Und manchmal geht ja die Saat viel später auf, als man will, ne? Als man anfangs wollte. Ne? Und wenn man dann sieht, ah, da ist doch noch was draus geworden, die Filiale hat sich doch entwickelt, ne? Oder das Konzept damals trägt jetzt Früchte, ne? Das ist schon, das macht Freude. Deswegen fahre ich auch gern durch die Filiale, ne? Weil da kann man dann vor Ort sehen, was so alles jetzt zum Aufblühen gekommen ist. Sie haben ja auch ein Buch oder ich glaube sogar schon zwei Bücher geschrieben. Kommen da vielleicht auch noch ein paar Bücher? Sind da was in Planung? Eher nicht. Indem ich meine Biografie geschrieben habe, womit ich nie gerechnet habe, das ist vielleicht ein Punkt, dass man im Leben Dinge erlebt, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. Und wenn man nur Dinge erleben will, mit denen man gerechnet hat, dann ist man eigentlich rückwärts gewandt. Ne? Weil das, was einem aus der Zukunft entgegenkommt, ist das, womit man nicht gerechnet hat. Ich habe früher immer den Spruch gehabt, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und das ist eine unternehmerische Grundhaltung. Ich glaube, Sie haben auch mal in einem Ihrer Videos von dem Ordner gesprochen, den Sie früher mal angelegt haben. Von den Ideen, wo Sie die reingeschrieben haben, wo Sie, glaube ich, auch gesagt haben, da haben die Leute sehr komisch reagiert, als ich Ihnen die Idee damals vorgestellt habe. Ich glaube, jeder sollte sich sowas anlegen, gell? Bitte? Jeder sollte sich, glaube ich, so ein Notizheft anlegen und dann nochmal wahrscheinlich ein bisschen mitschreiben. Naja, man sollte schon in seinem Leben immer so eine Bugwelle vor sich her schieben, wo die Träume drin sind. Ne? Mhm. Weil ja nur das, was wir träumen, können wir auch denken. Nur das, was wir denken, können wir auch wollen. Und das, was wir wollen, können wir auch tun. Mhm. Damit fängt es ja an. Ne? Und so Träume, mehr oder weniger Realträume, sollte man immer schon so ein bisschen vor sich her schieben. Jetzt haben wir in dem Gespräch so als abschließende Frage ganz, ganz viele unternehmerische Tipps mitgegeben. Wenn wir die jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, das machen wir bei Venture TV einfach gerne mal, dass wir Unternehmer und Gründer fragen, hey, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten, manchmal zählen wir so 5 Tipps auf, manchmal nur 3, was sind so die wichtigsten Gründertipps? Wenn ich das jetzt schon mal so richtig zusammengefasst habe, auf jeden Fall orientiere dich am Kunden, orientiere dich am Menschen, gebe ihnen einen Sinn. Gibt es etwas, was wir zusätzlich noch mit auf den Weg geben sollten? Na, man muss sich so gewisse Grundeigenschaften aneignen, ne? so charakterologische Veranlagungen. Ne? Und als unternehmerisch disponierter Mensch schaut man immer so auf die Dinge, dass man sagt, so geht es eigentlich nicht weiter. Das haben wir zwar gut gemacht, der Schwabe würde sagen, das haben wir nicht schlecht gemacht, aber so geht es nicht weiter. Also das ist sozusagen der Wille,
zum immer wieder sein Leben und das, was man tut, neu zu begründen. Also, dass man nicht meint, man könnte gerade so weitermachen wie bisher. Das ist eine unternehmerische Tugend. Ne? Menschen, die das nicht so stark haben, die wollen immer so weitermachen wie bisher. Ein Unternehmer, der sagt, haben wir zwar nicht schlecht gemacht, aber so geht es nicht weiter. Also immer sicher die Zukunft. Ja, genau. Nee, stimmt. Also das kommt auch auf ihr Statement zurück, dass wir uns immer darauf konzentrieren sollten, innovativ zu sein, weil genau das führt dann einfach wieder nach morgen. Aber diese Grundeinstellung, die führt dann dazu, dass man die Innovation als eine, dass man das als ein Bedürfnis erlebt und nicht als ein Zwang. Ne? Interessant. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Credo, was wir kriegen ja viel die Fragen gestellt dazu. Was könnt ihr uns jetzt so an Tipps geben, weil wir mit vielen Leuten wie Ihnen auch zu tun haben? Und ich glaube, oder die Antwort, die ich dann nochmal gerne gebe, ist, es hat sich im Vergleich zu vor 70 oder 80 Jahren oder 40 Jahren oder heute eigentlich nicht viel geändert. Ich meine, zwar ist der Markt ein anderer geworden, aber das unternehmerische Credo sollte immer ein anderes sein. Ja. Struktur einer Leistung ist auf allen Gebieten gleich. Komma, aber der Teufel liegt im Detail. Steckt im Detail. Das ist der Punkt. Und auch wenn Sie gefragt werden, könnte man Tipps geben? Die Tipps kann einem nur der Kunde geben. Die Tipps bekommen Sie beim Kunden. Darf ich fragen, wie stellen Sie das an? Also sind Sie jetzt einfach in den Filialen mit den Kunden und sagen, hey, so seid ihr eigentlich aktuell zufrieden? Was würdet ihr besser machen? Und wirklich eine Begegnung gibt es da. Aber die wichtigsten Kunden, die wir haben, sind ja unsere Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Also jeder Unternehmer hat ja drei Kunden. Einmal die Kolleginnen und Kollegen, die ihm helfen, Leistung zu generieren. Die sind ganz wichtig, wenn er die nicht von seinem Vorhaben ins Bild setzt. Und wenn die nicht mitmachen, dann hat er sowieso verloren. Dann gibt es natürlich die Kunden, die bei uns kaufen, ganz, ganz wichtig, ne, weil die uns die Existenzgrundlage geben, weil sie eigentlich durch den Kauf sagen, macht weiter so. Okay. Und dann die Lieferanten, die für uns tätig sind. Und die muss man genau im Auge haben, alle drei. Die Mitarbeiter sind die wichtigsten. Das ist ein schönes Statement, auf jeden Fall, weil klar, also ich kann jetzt zum Beispiel mal für mich sprechen, in Stuttgart haben wir noch ein sehr junges Unternehmen und dann hat man manchmal den Eindruck, läuft man jetzt Konkurrenz mit den großen Unternehmen, die können von Anfang an sehr viel Geld bezahlen, bieten große Perspektiven und großen Namen und selber hält man dann immer noch die Fahne seiner Vision hoch und schaut, okay, wir sind aber auch gut, wir sind vielleicht sogar an vielen Stellen noch besser. Dass man den Unternehmern oder den Mitarbeitern also den Sinn und auch so ein Stück weit wahrscheinlich das Abenteuer bietet, also Freiheit, dass auch mal Fehler machen dürfen. Ja, und dass sie sich verwirklichen können, das ist doch wichtig. Der Mensch ist ein Sinnsucher und er möchte sich einbringen in die Gesellschaft. Er möchte sich dadurch, dass er sich einbringt, ausdrücken. Das ist der Punkt. Ne? Können wir Verhältnisse schaffen, dass der Einzelne sich mit seinen Intentionen einbringen und ausdrücken kann? Und ist das, was wir wollen, so, dass sich der Einzelne damit identifizieren kann und dabei dann auch authentisch erlebt? Das ist das. Die Suche, die ja jeder Mensch mehr oder weniger bewusst hat, dass er sich seinem Leben einen Ausdruck verleihen möchte. Das nennt man Biografie schreiben, Biografie gestalten. Also ich muss mal ganz klar gratulieren für diesen Erfolg, aber glaube ich auch für dieses unternehmerische Statement, ganz klar. Ja, weil viele, glaube ich, nur so im Grunde die Zahlenentwicklung sehen. Die Startups daran oder unter jungen Unternehmen daran bewerten, wie entwickeln sie sich anhand von Diagrammen. Aber mal den Schritt auf die Unternehmen zugehen, zu sagen, okay, wie arbeiten die Menschen zusammen, ist es etwas, was mich fasziniert, möchte ich da mit ein Teil der Geschichte hören. Ist ganz, ganz wichtig, dass Unternehmer wie Sie das dann auch den jungen Unternehmen mit dann auf den Weg geben. Also in Stuttgart gibt es jetzt gerade viele Bauzäune. Ne? Mhm. Und das ist, müssen Sie sehen, wie so ein Bauzaun, ne, wo alles abgeschirmt ist, aber zwischendrin sind immer Löcher, okay, wo man durchgucken kann und sehen, was da hinten dran passiert, was sich verändert. Mhm. Und die Form dieser Löcher, die Aufgabe dieser Löcher, das haben die Zahlen. Die Zahlen sind nichts anderes wie nur ein Okular, durch das ich sozusagen auf die Veränderung des Geschehens blicken kann und dann daraus meine Handlungsnotwendigkeiten ableiten kann. Aber die Zahlen an sich haben gar keinen Wert. Ich muss sie sozusagen verkontexten mit dem, was bei meinen Kunden passiert und was bei meinen Lieferanten passiert, was bei den Menschen passiert und was bei mir an Möglichkeiten sich ergibt. Dazu sind die Zahlen sind nie was Absolutes, sondern nur was Relatives. Und die Fähigkeit ist, Zahlen zu verkontexten. Das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Es sei denn, Sie haben auch noch etwas, worüber wir noch unbedingt sprechen sollten. Nein, also wirklich, vielen, vielen Dank.
Gratulation auch von der ganzen Redaktion hier für diese tolle Geschichte und dass wir heute diesen Termin haben konnten. Und ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel, viel Erfolg, Ihren Mitarbeitern. Und die Buchtipps, die werde ich mir direkt jetzt selber mal umsetzen. Genau, weil von dem Buch habe ich tatsächlich selber noch nie gehört. Und dann vielen, vielen Dank für unser Gespräch, Herr Werner. Dankeschön.